Ja, es ist früher Morgen. Ich fühle mich wie Freitag, aber es ist Dienstag. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich muss noch wach werden. Ford Focus 3ST haben wir da einmal. Das gute Stück bekommt einmal eine Softwareoptimierung in Verbindung mit einer Komplettabgasanlage ab Turbo. Dorian hat schon eine Eingangsmessung gestern gefahren, damit das Auto heute ein bisschen kühl ist. Das zeigen wir euch auch nachher. Wir machen ja auch die Ausgangsmessung, die Abstimmung. Jetzt ist er erstmal gerade dabei, die originale Abgasanlage zu demontieren. Und dann kommt das gute Stück in 3 Zoll drunter von Bull X, haben wir hier eine Anlage, die ihr bei uns erwerben könnt. Wir können das gute Stück ja mal zeigen hier auf dem Boden. Die Abgasanlage Upcut liegt preislich bei 1200 Euro, damit ihr mal einen Rahmen habt. Das Ganze mit EWG. Dann gibt es noch eine Downpipe passend dazu. Diese ist auch mit EWG. Die liegt dann preistechnisch nochmal bei 1000 Euro. Na, die ja mit EWG ist, ist das ein bisschen kostenintensiver. Also haben wir jetzt eine Anlage für knapp 2200 Euro ab Turbo liegen. Dazu kommt die Softwareoptimierung und die Montage. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Montage an. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Zahlen, damit ihr eine grobe Richtung habt, was sowas kostet komplett ab Turbo und die einzelnen Teile, je nachdem, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr uns auch gerne fragen. Jetzt montieren wir erstmal den ganzen Spaß, dann werden wir auf den Prüfstand gehen. Und dann werden wir nochmal eine Messung einmal fahren mit der Abgasanlage, damit wir da schon mal ein bisschen sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Dann werde ich nachher noch die Software auslesen und dann fangen wir mit der Optimierung an. Jetzt gehen wir erstmal an den Umbau ran. Oh, da ist das Kind. So, haben wir so, mal so ein bisschen den Vergleich. Ne? Form, klar, bleibt die gleiche. Nur der Cut ist eben anders. Hier sitzt jetzt ein 2-Zoll-Metall-Cut drin. Mit dieser EWG-Genehmigung eben. Also das heißt, er ist eintragbar. Ne? Hat aber trotzdem einen höheren Durchlass quasi als der Originale. Ne? Also geht mehr durch, ist aber trotzdem im erlaubten Bereich. Das ist geil dabei. So, nicht erschrecken, Jungs. Jetzt gleich wird es ein bisschen gemein, weil wir müssen den Originalauspuff hier zerschneiden, weil der beim Ford über der Achse hergeht, nicht wie beim Golf zum Beispiel unter der Achse. Da kann man das in einem Stück immer runternehmen. Geht hier leider nicht, deswegen müssen wir jetzt hier einen Schnitt setzen. Machen wir natürlich an der geraden Stelle, wo auch nachher wieder quasi mit einer Schelle verbunden werden kann, wenn der Kunde das wieder original haben will, was ich aber nicht glaube. Sicherheit muss sein, ne? Ja. Hat er. So, jetzt Endstelle einfach runter und dann haben wir wenigstens den ganzen Rotz, also den alten Rotz schon mal raus. So, hast du das übrigens den Leuten schon gezeigt hier mit dem Endrohr? Das sieht ja so beim Focus ST, sieht das ja so immer aus. Finden wir alle nicht so geil. Das sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus einem Doppelrohr und einem Lamborghini. Deswegen hat der Kunde sich auch für schöne Carbon-Endrohre mit so einem Edelstahl-Inlay entschieden. Sehen echt um einiges besser aus, finde ich. Geben dem Auto ein bisschen was vom schönen Heck wieder. Weil so, 22er Schlüssel, wofür braucht man den? Ja, Robert? Landersonde. Landersonde, richtig, genau. Die bauen wir jetzt nämlich um, weil die bleiben ja auch bestehen. Zwei Stück sitzt hier. Einmal Vorcut, einmal Nachcut. Ne, die werden nachher die Werte auch angepasst, damit der quasi mit den neuen Abgaswerten von dem neuen Cut quasi klarkommt. Also man kann so eine Downpipe, ja gut, man kann sie einfach so einbauen. Oft ist es so, dass dann das Motorsteuergerät das merkt, ey, da ist was anderes, die Abgaswerte stimmen nicht mehr mit dem Original überein und dann gibt es eine Fehlermeldung. Deswegen nicht einfach eine Downpipe, also quasi das Hosenrohr einfach so verbauen, sondern lasst die Software anpassen, die Sensorik, stimmt alle Parameter ab, am besten hier bei uns, ne, dann habt ihr auch keine Probleme. Musik.
Ich habe gleich Halbzeit. Downpipe ist nämlich zu 99% drin. Und ja, jetzt kommt dann der Rest der Abgasanlage. Downpipe ist ein bisschen das Schwierigste, weil man da echt nicht gut drankommt. Vor allem was die Landersandkabel angeht, die Stecker oben. Ist nicht ganz so einfach. Aber haben wir jetzt geschafft. Und ja, jetzt geht es eben weiter an den Rest der Abgasanlage, der da noch liegt. Den schönen Carbon-Endrohren. Passt, glaube ich, ganz gut zum Preis. Ja, wie ihr seht, sind wir hinten angelangt am Auto. Dann bauen wir jetzt die schönen Carbon-Endrohre drauf. Ne? Schön Bullix drauf. Da ich dem Kunden die empfohlen habe, ich habe ihm eher die in Titan-Optik empfohlen, aber er wollte doch lieber dann Carbon. Ich finde die besser als das originale künstlerische Ding da hinten dran. Also. Ja, findest du die nicht auch so einfach schön? Ich finde die auch so einfach schön. Ich finde die wunderschön. Ich möchte glatt mit denen zusammen auf die Malediven fliegen. Was würdest du mit Endrohren auf den Malediven machen? Warum Rohren? Das glaubt mir ja kein Schwein. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen ausrichten, weil. Ne? Muss ja auch irgendwie passend geil aussehen. Und dann werden wir die mal festschrauben und dann geht es erstmal ans, ja, einmal warm fahren, gucken, ob alles dicht ist und nach so einer Warmlaufphase setzt sich der ganze Auspuff noch ein bisschen. Das müssen wir mal bedenken. Also nicht einfach da drunter bauen, losfahren und glücklich sein, sondern drunter bauen, losfahren, nochmal einstellen und dann glücklich sein. Das ist ein wichtiger Punkt bei so einer Auspuffmontage, weil das Edelstahl dehnt sich aus, der Auspuff setzt sich einmal und das kann dann irgendwo, kann der mal an die Karosse kommen oder an so ein Hitzeblech oder dass die Auspuffrohre ein bisschen schief hängen. Das ist alles völlig normal. Ne? Ihr müsst das nachher einmal einstellen. Hm? Wieder was gelernt. Klingt nett. Und geht gut. Oh, der klingt aber richtig geil. Der klingt richtig geil. So im Leerlauf und so, ne? Oder wenn jetzt runterschaltet, eher nicht. So meinst du den hier? Aber unter Last, wenn der Druck. Sehr potentes Ding. Das ist schon. Schön die Carbon-Endrohre da dran. Ne, klingt nett. Echt? Also man kann so. Geil, es ist kein Dröhnen, es ist nicht nervig. Du kannst untenrum schön entspannt fahren, untenrum ordentlich noch ein Punch drin, geht gut voran und obenrum klingt er einfach nur fett. So knallen wäre jetzt noch geil. Zurück in die Werkstatt mit einem kleinen Abstecher über die lange gerade Kurve, langgezogene Kurve. Zurück zur Werkstatt. Okay. Ja, Ford Focus 3ST, was ich schon sagte, Abgasanlage ist drunter. Probefahrt hat Dorian ja bereits gemacht, dass alles sitzt, was passt, wackelt und hat Luft. Die Luft lassen wir jetzt raus, jetzt wollen wir Leistung. Wenn wir jetzt mit der Abstimmung anfangen, das habt ihr leider nicht mitbekommen. Das Auto ist baujahrsbedingt sehr neu. Das ist in diesem Falle nicht über OBD möglich. Hier ist schon wieder ein anderes Steuergerät drin. Das Steuergerät sitzt hier hinter, wenn man so will, in der Radhausschale. Das heißt, Auto hoch, Rad runter, Radhausschale raus. Da haben wir da extra einen Kasten und da sitzt das Motorsteuergerät.
Ist für so eine Abstimmung natürlich sehr bescheiden, weil, ja, ein bisschen viel Arbeit. Wir machen jetzt mal die erste Fahrt, gucken uns die Daten an und dann, ja, geht's weiter. Und bevor ich es vergesse, eigentlich hätte ich ganz gerne noch mehr gemacht. Ich hätte euch das, würde euch das alles gerne zeigen und P-Box-Fahrten machen und. Ich gebe zu, es passt zeittechnisch gerade einfach nicht rein. Wir stehen kurz vor der Motorshow. Deswegen ist gerade alles ein bisschen stressig und wir müssen ein paar Sachen gerade einfach mal leider weglassen. Tut mir leid, wir werden das wieder ändern auf jeden Fall, verspreche ich euch. Das Steuer eben noch mal ausbauen, noch mal ein bisschen angleichen. Was soll ich sagen, es ist klassisch ein Ford Focus ST 3. Der Lader oben raus schafft da einfach nicht mehr so wirklich Dampf, dass der uns oben raus immer ein bisschen zusammenbricht. Hier müssten wir mal ein bisschen entgegenarbeiten mit Ladeluftkühler, Ansaugung, anderen Turbo. Nein, Spaß. Geile Sache. Wir haben direkt unten raus einen richtigen Schub. Das können wir hier mal zeigen. Ich gucke schon bei 2000 Touren, hier haben wir eine Spitze von 60 Newtonmeter mehr Drehmoment, mal ganz stumpf. Und unten raus schlägt er auch sofort mit fast 30 PS mehr ein. Einzigster Haken an der Sache, die Leistung oben raus ab 4500 Touren kann er nicht mehr halten. Da bricht er uns einfach komplett zusammen. Wundert mich aber nicht, weil es jetzt schon... Ford Focus 3ST, wir hatten jetzt schon ein paar. Ich habe gerade mal schon mir drei, vier andere dazu mal im Vergleich angeguckt, wie die so laufen. Der hier lief Serie schon verdammt gut, ist auch ein recht neuer, hat auch schon neueres Steuergerät drin, wie die anderen, die wir hatten. Aber letztendlich Fazit, Ergebnis, oben raus halten die einfach nicht ihre Leistung. Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, Soundcheck. Stimmt, Sound war ja mit Marcel gerade. Ja, ich war nämlich gerade drüben, ich habe hier schon das nächste Fahrzeug, hab's gar nicht mitbekommen. Sound habt ihr mit Marcel gemacht. In diesem Sinne habe ich nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns am besten eben kurz an. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Videos. Ciao!